Willkommen zurück zu Ultimate Fishing Simulator. Das müsste Folge 17 bei mir sein. Die letzten zwei Folgen waren wir, glaube ich, am Baikalsee, wo ich eher mageren Erfolg hatte. Und stattdessen möchte ich heute ein bisschen Geld verdienen. Ich habe gerade mal $66 und tolle neue Route, kostet ja schon ein paar hundert. Ja, genauso. Zubehör habe ich ja fast nichts. Deshalb schauen wir mal kurz auf die Angelreviere. Ich glaube, am erfolgreichsten waren wir bisher hier am Betty Lake im Winter. Baikalsee, das war unser letztes, genau. Hecht hatte ich keinen gehabt, Flussbarsch hatte ich, glaube, einen Urmull hatte ich und eine Maräne. Baikalsee Winter. Oh, für 600 könnte ich da im Winter hin. Okay. Ich glaube, ich wechsle mal ganz kurz zum Betty Lake im Winter. Auswählen. Dann versuchen wir hier so schnell wie möglich auf die 600 zu kommen, dass ich dann zum Baikalsee im Winter wechseln kann. Ich hoffe, dort haben wir dann auch richtig viel Glück beim Angeln. So. Hier ist das See. Ich guck mal schnell. Puh. Ja, wir gehen mal hier einfach an die 3. Machen wir hier. Zwei Schritte noch. Mit Bohren anfangen. So, bohre, bohre, bohre. So, wie war das jetzt? Wir haben keinen Köder. Wir brauchen doch einen Köder. Köder, Köder, Köder. Blutegel. Blutegel war dafür nahezu alles, oder? Oder Regenwurm. Komm, Regenwurm. Kostet uns $9. Kaufen, 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 kaufen. Ups, Geld alle. Nutzen. So. Wie war das jetzt? Leertaste abspulen. Müsste ich mal kurz unter Wasser schauen. Okay, 4 Meter Tiefe. Da. Oh. Bist du verbuggt, Kleiner? Okay. Ich glaube, der Kollege, den haben wir ausgetrickst. Ja. Kommt. Jawohl, so schön raus mit dir. Wachsaibling für 10 verkaufen. Scheiße. Idee. Größeren Haken. 3. Der größte. Nee. Wir bleiben über der 3. Benutzen.
Okay, runter damit. Dann gehen wir jetzt nur 2 Meter tief. Oh, da schwimmt doch schon einer. Das ist doch schon was. 4 Kilo, 400 Gramm. 76, eine Stierforelle. Verkaufen. Okay, so kann es weitergehen. So. Diesmal nicht ganz so niedrig. Wir brauchen Geld. So, jetzt bleiben wir einfach mal mit der Kamera unter Wasser. So, schön, er hat aufgegeben. Kotak-Forelle, 28 Dollar, neuer Rekord. 1,74 Kilo, 68 Zentimeter. So, 1 Meter Tiefe. Wobei große Fische, die werden wahrscheinlich eher weit unten sein, oder? Da schwimmt schon was. So, schwimmt doch nicht weg. Bleib doch mal hier. Ich benutze weder die Bremse von der Rolle noch sonst irgendwas. Der größte Angelnoob, den es gibt. So, eine Bachforelle. 5,43 Kilo. 75 Zentimeter. So, damit haben wir fast 200 Dollar. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. Mal bei 3,50 Meter. 3,60 Meter Tiefe. Wow! Da hat's auch schon gebissen. Okay, Eisangeln. Mit einer Unterwasserkamera. Ist ja sowas von kein Problem. Das grenzt ja an Betrug. So, noch wo eine Stierforelle 4,15 Kilo, wieder 64 Dollar. So, und runter. Unterwasserkamera an. Und der nächste.
Schöner Fang. 3 Meter noch. 6,32 Kilo. Die passen ja kaum noch durch das Loch hier durch. 77 Zentimeter lang verkaufen. Oh, 97 Dollar. Holy shit. Okay. Wir machen mal weiter. Folge ist erst 10 Minuten lang. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht. Sind wir am Ende der Folge übertrieben reich? Ein kleiner Regenwurm. Haben wir jetzt alle großen Fische hier von der Stelle weggeangelt? Bist du groß, bist du klein? Ich kann das schlecht einschätzen im Moment. Oh, okay, das sind noch ein paar größere. Stierforelle 2 Kilo. Und mein Köder ist alle. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz Köder kaufen. Was hatten wir? Wir hatten Flussbarsch, Hecht. Kotter ist nicht mit dabei. Bachsaibling. Stierforelle. Schwamm. Dann kaufen wieder 10 Regenwürmer und eventuell mal eine neue Schnur Ausdauer Dicke Preis 120 für eine Angelschnur. Zur Hölle. Okay, wir hauen richtig Geld raus. Benutzen die mal. Und dann möchte ich noch einen neuen Haken haben. Der geht von 1 bis 3, 4 bis 6. Was kostet ja 51? 1 bis 6. Okay, kaufen wir den mal. Benutzen den mal. In Größe 4. Den gab es bis 3, okay. Vorher probieren wir mal die 5. Benutzen. Ruten. Was kosten die fürs Eisangeln? 300. Shit. Okay, das reicht mir so. Dann mal runter mit dem Köder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh, oh, oh. Wo will denn der hin? Er ist ja schneller wie Flipper.
Fast 30 Meter weit weg. Okay, er ist 30 Meter weg. 35. Komm, lenk endlich um. Jetzt. Jetzt kommt er. Ich will sehen, ob der hier durchs Loch rauspasst. Das muss ja das Monster von Betty Lake im Winter sein. Na komm, komm, komm. Raus mit dir. Elf Kilo. Fast 12 Kilo. Holla. Okay. 180 Dollar bekommen. So, unter Wasser schauen. Glaube, ich bin schon wieder fast zu tief. Meine Güte. Okay, hier scheint es wohl so zu sein. Je größer der Haken, desto größer der Fisch. Und zwar viel größer. Na komm. Dreh um. Die muss so langsam die Kraft ausgeben. Gehen 18 Meter, 20 Meter jetzt. Er hat verspielt. Eiert hin und her. Wir kurbeln an der kleinen Angel. 4,43 Kilo Regenbogenforelle. Okay, verkaufen. So. Bleibe ich noch mal. Ja, komm. Wir gehen jetzt nicht so tief. 1 Meter Tiefe. Oder 1,10 Meter tief. Unten links hatte ich gerade was vorbeischwimmen sehen. Könnte vielleicht so. Wow, Regenbogenforelle. Verkaufen. Stufe 4, Quatsch, Stufe 8. Wenn ich nicht so niedrig bin, dann habe ich die nur direkt draußen. Okay, mal nur 1 Meter Tiefe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der hat's eilig. Der war hungrig und hat es eilig. Raus mit dir. So, die 20-Minuten-Grenze für meine Videos ist schon wieder fast erreicht. Noch den Kollegen hier rausholen. 10 Meter noch. Halten wir nochmal nach unten um. 4 Meter jetzt aber. Los. Raus mit dir. 6,34 Kilo, 92 Zentimeter, eine Regenbogenforelle. Verkaufen. Wir haben 512 Dollar. Wir beenden die Folge hier. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Ultimate Fishing Simulator. Tschüss, ciao, bye bye.